Nein, nicht du! Er ist oben. Oder ist er. Ist er oben oder ist er in einem der. Wo ist er jetzt? Ohne Spaß, kämpfst du da rum? Ich glaube, der ist sauer. Nein! Ich hab's nicht so gewollt mit deinem Hut. Ich schwör's. Lauf, Mädchen, lauf! Da geht's runter. Walla Booty, ha, Hut kost teuer. Walla Booty, Hut kostet teuer. Ich glaube, Asada, der will auch, komm her, ich mach dich Messer. Machen mit mir. Ach nee. Ach, weißt du was, weil ich jetzt Bock drauf habe? Danke. Nicht im Ernst! Du kleiner Bambusler! Der ist mega pisst auf mich. Ich hab's nicht so gemeint mit dem Hut! Alter, hat er das gut gemacht. Ich wollte da von da aus eigentlich rüber in den Westflügel. Ist der clever. Alter. Der macht mich fertig. Der ist ja noch... Blitzt mich jetzt... Nee, oder? Der ist uns... Okay. Schön, dass du das lustig findest, Asada. Wie war die Kombination nochmal? Verschiedenes. Nee, Tutorial. Nee, Polizeistation. Blind wie Maulwürfe, das brauche ich nicht. Da. 9.15.7. Jackpot. Jack, könntest du mir mal einen Gefallen tun? Könntest du deinen Zaun mal wieder abspielen? Den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Kann ich denn jetzt hin? Warte mal. Ich muss mal kurz überlegen. Da brauche ich auf jeden Fall die ganzen Knöpfe. Ich muss in die Bibliothek einmal. Ich brauche das Buch, was er da bewacht. Und da ist ja noch was anderes.
So, was haben wir hier? Rotes Buch. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Und ich weiß auch, wo wir das brauchen. Wir müssen jetzt wieder hoch. Du hast gezuckt. Okay. Ich renne jetzt lieber nicht, wenn irre, durch die Gegend. Ich will nicht, dass Mr. X mich sofort wieder findet. So. So, dann gehen wir. Kollege, ich gebe dir erstmal deinen Arm zurück. Zepter. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen, indem Sie auswählen und untersuchen wählen. Manchmal entdecken Sie dadurch etwas von Ihnen, das Ihnen helfen könnte. Danke für das rote Juwel. Jetzt kann ich... Oh Gott! Alter! Da kann ich jetzt auch nicht mehr hin. Hier, friss das! Da war ich ein bisschen unter Stress. Ich wollte ihm eigentlich das Messer nur geben, weil ich gleich die Blendgranate. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch einmal mit. Das bitte auch einmal. Ich will die Pistole wieder zurückhaben. So, das nageln wir jetzt mal an das Fenster. Zack. Aber Jack, ich hoffe, falls du Ferien oder Urlaub haben solltest, genieß sie. Genieß sie bitte. Hast dir verdient. Einmal das kombinieren. So. Da ist das, was wir suchen. Mr. X ist auf jeden Fall in Aufruhr. So. Was nehmen wir denn mit? Komm, nimm mal das Silverspray. Ohne Spaß, Claire macht mir gerade richtig Spaß. Sogar ein bisschen mehr Spaß sogar als Leons. Na, ich glaube auch, Leon ist ehrlich gesagt ein bisschen einsteigerfreundlicher. Da brauche ich die Tasten für. Da komme ich nicht hin. Gut, da müssen wir nach oben. Da brauche ich, das eine Dose alles. Das muss ich alles noch einsammeln. Du hast dich bewegt, deswegen.
einmal nach oben. Übrigens, Asada, habe ich jetzt schon wieder einen Erfolg bekommen, wenn du einen Licker mit den mit einer Blendgranate triffst oder sage mal ihn betäubst. Dann wird das, nennt man das Ohrensausen. Dann können die nämlich nichts mehr hören. Weil du hättest theoretisch den Recht, wenn du jetzt sagen musst, warum wirfst du eine Blendgranate auf einen Licker, der sowieso schon blind ist? Ich glaube, ich ziehe mal vom Dann lieber. Und sonst so, was habt ihr in eurer Freizeit noch vor? Komm nicht durch die Tür. Nein. Nein. Ist der jetzt unter mir oder oben? So gut gemacht, finde ich. So gut gemacht. Wo ist der Wagenheber? Einhornstatue? Okay. Der klettert die Leute hoch! For real? So, nehmen wir die Dose mit. Eine Dose aus Blech. Etwas ist drin. Bei Claire noch viel mehr. Mr. X, der geht so richtig auf den Sack. Bei Claire noch viel mehr. Das habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht. Lions, da ist auch der. Da ist das drin, was ich brauche. Sonst kann ich ja gar nicht das Rätsel lösen. Für die Löwenstatue. Aber Mr. X war mal auch eine Abwechslung, mal Jack, ehrlich gesagt. Nicht ein nicht entwickelter Film. Darauf steht Löwenstatue. Bei Leon kam er ja zum Glück erst relativ spät. Fand ich. Bei Claire ist, wie gesagt, die fortgeschrittene Kampagne, finde ich. Da sollte man ehrlich gesagt nicht drauf zugreifen. Ja, aber komm doch bei Claire viel früher. Man ist ja auch viel, viel früher, ehrlich gesagt, im Polizeipräsidium. Als mit Leon. Du bist ja auch erst an der Tanke ja unterwegs, ja. Sonst machen wir das Spiel riesen Spaß. Zwillinge, eine Waage und irgendwas mit einem Horn. Da haben wir's. Einhornmedaillon. Jack, könntest du mir deinen Sound einmal abspielen, bitte? Ich habe den lange nicht mehr gehört. Wie der durch die Türen geht, das finde ich so geil gemacht. Wenn du da gehst, ich gehe dahin. Ist das ein Deal? Okay. Das kommt ihm gerade recht, dem Herrn Gevatter. Kanonendonner und Gewehrgeknatter. Das war Musik schon immer in den Ohren von Vetter Jack. Kaum, dass der Typ geboren. Ich liebe eigentlich jeden Sound von euch. Ich liebe die ganzen Sounds generell von euch. Wie komme ich jetzt am besten runter nochmal? Was meinst du? Warte, ich muss durch die Duschen durch, ne?
Also ich bin schon richtig gewesen. Nur es ist wichtig, dass man bei den Lickern und ehrlich gesagt auch bei Nister X einen kühlen Kopf bewahrt. Weil wenn, wenn ich jetzt anfange hier rumzulaufen, wenn er, bevor er mich nicht gesehen hat, dann kann ich ihn eigentlich ganz gut aus dem Weg gehen. Und die Licker sind einfach nur extrem gefährlich und fressen zu viel Munition, finde ich. Man muss aber Mr. X aber eins lassen, der bamboozelt aber richtig gut. Habe ich noch Platz? Nee, habe ich tatsächlich nicht, ne? Dann muss ich erstmal zwei Sachen ablegen. Eins kann ich sowieso ablegen, eins kann ich entwickeln. So, das tun wir rein, das brauche ich später. Das brauche ich gleich. War nicht Leon zuerst in der Station? Leon war zuerst in der Station. Claire kam später etwas dann dazu. Sie kam über den Hof, ja. Löwenstatue. Danke. Aber Carlos im dritten Teil war zuerst hier. Weil er hat die Waffenkammer aufgeschlossen von... Er hat die Waffenkammer aufgeschlossen, da wo Mr. X gerade steht. Das finde ich sowieso mit dem ziemlich gut gemacht. Nee. Nope. Ja. Am besten durch die Duschen. Im Duschraum ist noch was, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Renn! So, jetzt haben wir erstmal Mundruhe. So, erstes Spray. 3 Remake fand ich echt enttäuschend. Wieso fandest du es enttäuschend? Weil das zu sehr geballert war, Jack. Ich fand es persönlich ehrlich gesagt nicht schlecht. Nur Nemesis ging noch mehr ein auf den Sack, ehrlich gesagt, als Mr. X hier. Ich kann dich komplett da verstehen. Warte, den USB-Stick. So, einmal bitte einstecken. Zu viel Action, zu kurz, zu wenig von alten 3. Vor allem, du musst bedenken, wenn man es mit dem zweiten Teil Remake vergleicht, auf jeden Fall. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Eine Sache muss man aber vor Augen erhalten, was der dritte Teil leider falsch gemacht hat, was der zweite besser gemacht hat. Den zweiten Teil kannst du zweimal spielen. Einmal mit Leon, einmal mit Claire, was ich ziemlich gut finde. Und dann gab es ja noch... Und den dritten Teil konntest du einmal spielen. Da gab es ja keine zweite Kampagne. Oder du hast versucht, halt nochmal Achievements zu farmen oder auf den S-Rang zu kommen. Das ging ja auch noch. Aber trotzdem, da gebe ich dir eigentlich recht. Vor allem, du musst ja bedenken, wenn du es nicht auf irgendeiner Key-Seite gekauft hast, sind 50 Euro für 9 Stunden schon ziemlich wenig, finde ich. Oder sogar 60, wenn du es bei Steam gekauft hast.
Brief an die Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars-Kameraden, wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit den alten Irons herumschlagen? Ich? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um ein weitere 6 Monate. Barry, wage es ja nicht, mir nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield, 29. Juli. Das hört sich nicht nach Chris an. Oder nur mit Messer für den Rocket Launcher mit Endlos-Muni. Das ist langweilig, finde ich. Macht keinen Sinn. MP. Dankeschön. Für härtere Geschosse. Ich habe schon wieder keinen Platz, ne? Ich muss ihm weg. Aufenthaltsraum. Ach, warte, die kann ich ja noch aufmachen, die Tür. Da kam ja Mr. X, glaube ich, her. Weil Leon müsste ja schon gewesen sein. So, Shortcut offen. Vor allen Dingen, Jack, was mir ziemlich ehrlich gegen den Strich im dritten Teil gegangen ist, du bist angefallen worden von einem Zombie. Der hat mich gesehen. Wir reden gleich nochmal. Okay, jetzt können wir weiterreden. Was mir im dritten Teil auch gegen den Strich gegangen ist, das haben viele auch von Rocket Beans zum Beispiel gesagt, du wurdest von einem Zombie angefallen, kannst eine Quicktime-Event, also die Taste so schnell wie möglich drücken, und trotzdem kriegst du Damage. Der Typ ging mir sowas von auf die Eier. Und dann fragt man sich, wofür brauche ich bitte eine Taste drücken, wenn ich eh Damage kriege? Meine Argumentation war einfach nur, wenn du die Taste nicht schnell genug drückst, dann ist er so lange bei dir, bis du irgendwann komplett tot bist. Und das ist, finde ich, sinnlos. Da finde ich das mit dem Messer viel besser. Und mit der Blendgranate oder mit der Granate im zweiten Teil. Klar, finde ich, hältst du weniger in dem Teil hier aus, finde ich. Sobald du einmal vom Zombie gebissen bist, hast du sofort die Hälfte deines Lebens verloren. Ich weiß nicht, wie Bob jetzt aussieht. Ich weiß auch, wie er aussieht. Ich weiß schon lange, wie er aussieht, Masu. Aber schön für dich, das freut mich zu hören. So. MP kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Ich sehe es live. Ich nicht. Es gibt kombiniert mit oder MP-Munition, weil kombiniert von 2 Einheiten. Ah, dankeschön. Maso mag es. Natürlich. Wie kann man auch dem Bob eigentlich widerstehen, ey? Maso mag Bubis. Bubis! Darf ich denn dazukommen und es auch sehen? Raphael, was will keiner sehen. was soll ich denn jetzt machen? Wir brauchen mehr Medaillons. Hat sie aber gerade. Oh, wow. Keine Sorge, ich bleib bei dir. Das ist nett von dir. Das ist lieb von dir. Ich habe schon zu Raphael gesagt, warum nimmst du mir nicht mein Augenblick? Ich weiß, wie Jockey aussieht. Ich musste ein halbnacktes Fisch sehen.
Help, I need a play. A pal. Oder was ist das denn? Aber egal, egal. Masu weiß aber auch, wo ich wohne, Jack. Weil ich hier ein Süßwarenpaket gegeben habe. Ach, Jack, schau mal bitte in die Kanalpunkte rein. Da sind zwei neue Sachen mit dabei, die dir vielleicht gefallen könnten. Obwohl, vielleicht mache ich bei dir da eine Ausnahme. Nope. Egal, ich habe es falsch geschrieben. Ja. Ach, die Batterie brauche ich erstmal. Dann hole ich mir den USB-Stick zurück. Dann hole ich mir das zurück. Okay, du bist weg. Dann mache ich bei dir ehrlich gesagt auch eine Ausnahme. Bei Red habe ich auch eine Ausnahme gemacht. Weil das Problem ist, wenn ich außerhalb was verschicke, dann kostet mich das richtig Kohle. Aber für euch beiden ist mir das wert. Außer in Dose? Nee, Sada, das ist. Hast du dir gerade eine aufgemacht? Bei den Song gibt es hier leider nicht. Das ist leider nicht Redstream. So, nee, Maso-Tasse wäre auch mal geil. Ich hab eine. Ich trinke da immer gerne meinen Spezi raus. So, einmal das mitnehmen. Das Item brauche ich ganz dringend. Den USB-Stick kann ich später nochmal abholen. Weil sonst habe ich gleich keinen Platz für die Bombe. Aber eben, ich bin nur Jack. Ich verspiel's mir irgendwie ständig. Ach, Jack, wenn du wüsstest, ich hab's zwischendurch mal so auch ein bisschen verspielt, ne? Aber gut, in einer Fast-Ehe musst du bedenken, Jack, ist das auch erlaubt? Du musst bedenken, so ein Kerl wie ich, ne? So ein Clown, der im Freizeitpark leitet, kriegt eine granatenmäßige Zombie-Braut ab. Wie geil ist das denn bitte? Vor allem, sie riecht nicht mal nach Tod. Vor allem sind die Tassen nur in DE. Ist sonst zu teuer. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wagenheber. Granatenmäßige Zombie-Braut. Habe ich jetzt ein bisschen zu weit hergeholt, Maso? Das tut mir aber leid. Ich bin richtig. Mit sexy Boobies. Ich dich auch. Jack, es tut mir übrigens immer noch sehr, sehr leid, dass ich bei dir fast kaum im Stream noch bin, ne? Entweder streamst du meistens zu Zeiten, wo ich am Arbeiten bin, oder ich bin selbst verabredet. Aber ich bin meistens immer bei dir im Lurk, das versichere ich dir. Ich quetsche mich dann immer noch gerne irgendwo in so eine Reihe rein bei dir. So. Ach, Müll! Ich brauche den Zünder! Ohne Batterie, ne? Kann ich das auch nicht mitnehmen?
Nee, ich brauche den Zünder. Ach, scheiße. Gute Frage. Kombinationsschloss. Löwenstatue. Dann nehmen wir mal die Löwenstatue mit.